Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword! Yay! Ich habe mich an den Titel gewöhnt. Und wir sind kurz davor, zu Maestor Tutor zu gehen. Und haben gerade ein paar Schmetterlinge durchs Bild fliegen sehen. Wunderschön. Hey, ein Schild. Links Ritterschule, rechts Wurmviertel. Interessant. Schön, dass in dieser kleinen Stadt diese Sachen alle überall ausgeschildert sind, weil sich das bestimmt niemand merken kann, der hier lebt. Ja, von den 20 Leuten oder so, die hier leben. Das sieht mir nicht aus wie Meister Tutor. Zumindest hoffe ich, dass es nicht Meister Tutor ist. Ist nicht Meister Tutor, nein. Das war ganz schön hart, Bardo. Der hat sich gewehrt wie noch etwas. Ja. Und das da ist Bardo, der Mann mit der Tolle. Und den unfassbar hässlichen Lippen und der hässlichen Nase und den hässlichen Augen. Naja, diese Kaminroten sind eben hart im Nehmen, selten wie sie sind. Das ist übrigens ein sehr wichtiger Charakter für die Story, nur damit du es schon mal weißt. Du wirst ihn oft sprechen müssen. Oh nein. Gib ihm eine vernünftige Stimme. Versuch ihm eine Stimme zu geben, die dich nicht umbringt. Oh nein. Das da ist ein Charakter, der häufiger... Ja. Oh, das? Das da. Okay, dann muss ich mich kurz sammeln. Aber dort, wo er jetzt ist, kommt er so schnell nicht wieder raus. Das finde ich ist viel passender für diesen merkwürdigen Typen. Der links, nachdem ich ein anderes Let's Play gesehen habe und einer meinte, der Typ links sieht aus wie ein Q-Tip, kann ich da auch nicht wieder weggucken. Das ist Q-Tip-Kopf. Stimmt. Hey, Lang! Stehst du schon lange hier? Lang genug? Lang genug? Was willst du denn? Ach ja, heute ist ja die Vogelreiter-Zeremonie! Du willst mich bestimmt fragen, ob ich dich gewinnen lasse. Mach's dir wohl schon in die Hosen! Ja. Könntest du bitte aufhören, so merkwürdig um mich rumzulaufen? Halt Haters gonna hate, ne? Du willst wohl gemeinsam mit Zelda die Zeremonie auf der Statue der Göttin begehen, was? Na, hab ich recht? Die Augen sind fast so schlimm wie die vom Vater von Zelda, aber nicht ganz. Da bist du bei mir aber an den Falschen geraten, Bürschchen. Das wird ein prächtiger Sieg für mich werden. Wie witzig. Was sagst du da? Ich bin stumm. Dein rotes Flughühnchen lässt sich nicht blicken? Rotes Flughühnchen? Was da wohl passiert ist? Vielleicht hat es sich ja verflogen, das blöde Vieh. Jetzt können wir sagen, ich werde gewinnen! Oder mein Vogel! Oder deine Frisur! Ich bin definitiv für deine Frisur! Ja, ich sage, wir dürfen noch Leute beleidigen. Lass meine Haare aus dem Spiel. Ich habe die tollste Frisur in ganz Wolkenhorst. Nebenbei, ich habe noch nie eine andere Dialogoption in diesem Spiel gesehen. Immer wenn ich irgendwelche Videos davon gesehen habe, alle Leute immer deine Frisur geantwortet. Das sähe bestimmt witzig aus, wenn der in einem Swimmingpool gehen würde, der genauso tief ist wie sein Kopf. Ja. Ah ja. Seit wir Kinder waren. Tut das nicht weh? Muss man sich halt die Hand brechen. Ja. Seit wir Kinder waren, hat sich Zelda immer nur für dich interessiert. Ja, du bist ja auch ein Vollidiot. Es liegt wahrscheinlich an deiner Frisur. Oder deinen Augen. Jeden Tag habt ihr euch getroffen. Während unser Eins darauf gewartet hat, einen Blick von ihr zu erhaschen. Q-Tip-Kopf weiß nicht, wen er angucken soll. Lang. Bardo. Lang. Bardo. Du hältst dich wohl für etwas ganz Besonderes, was? Glaubst wohl, dass unsere Regeln hier für dich nicht gelten? Hä? Was für Regeln? Ich weiß auch nicht so ganz, wovon er gerade spricht. Mit deiner Arroganz ziehst du den Ruf unserer Ritterschule in den Dreck. Ich kann nicht mal reden, wie kann ich arrogant sein? Ja, das kann man natürlich als Arroganz werten, wenn du so überhaupt nicht mit den Leuten redest. Jetzt Badass Zelda Moment. Wer zieht hier was in den Dreck? Dreck. Dun-dun-dun. Das finde ich schön, dass Lang von Zelda gerettet werden muss. Ja.
Zelda, ich... Also... Mein Gott, was macht der mit seinen Augen? Die haben alle so schöne Handbewegungen. Ja, vor allem geht ihre Hand gerade durch ihr Armreif. Ja, das sieht gut aus. Ja. Bardo, hast du es einfach schon wieder auf Lang abgesehen? Ach, weißt du, ne? Wir sind doch alle Schulkameraden. Außerdem sind wir fünf von den 25 Leuten, die hier leben. Ja, und wenn man der Story am Anfang des Spiels glauben kann, sind wir die einzigen Menschen in diesem Dorf auf der ganzen Welt, die es gibt. Das heißt, wir sind ein Fünftel der gesamten menschlichen Population. Ja, wir sollten Freunde sein. Wie kommt es, dass du immer Lang niedermachst? Was ist los? Raus damit! Guck mal, jetzt kann er sie direkt angucken. Also, ich... Ob der damit abheben kann? Der Raketenantrieb. Ach, vergiss es. Ach, kein Nasenbluten. Also dann, Lang. Wenn du heute nicht teilnimmst, bleibst du vielleicht noch sitzen. Und ich denke auch, die sind so unglaublich cool, stehen da. Ja. Yo, Westside, Bro! Diese Pose haben wir vorher geübt, damit das nachher cool aussieht. Ja. Also besonders der rechts unten ist ja... Ja. Der ist richtig. Der ist richtig cool. Das ist der Badass von Vogelstadt. Von Wolkenhort, ja. Falls dein rotes Hühnchen, auf das du so stolz bist, nicht doch noch wieder auftaucht... Ah, Gott. Ja, die sind so cool. Die sind der Hammer, ey. Diese drei Kerle, vielleicht wissen sie, wo dein Wolkenvogel steckt. Nein! Wie kommst du da drauf? Könnten die meinen Vogel irgendwohin entführt haben. Aber selbst wenn, sie würden es uns nicht sagen. Uns bleibt nur, selbst nach ihm zu suchen. Genau, denn wir haben auch nicht sowas wie autoritäre Personen auf dieser Insel. Nein, offensichtlich nicht. Lang, ich werde dir helfen und von der Luft aus nach deinem Vogel suchen. Yay. Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Tytor. Sie werden die Vogelreiterzeremonie wohl verschieben, also keine Sorge. Übrigens, wir haben jetzt doch nicht mit Meister Tytor gesprochen und der Vater hat den trotzdem gefunden. Ich wollte es jetzt nur mal gesagt haben. Cool. Soviel zu, geh zu dem und sag dem, der soll mit mir reden. Cool. Nein. Nein, ich mach mein eigenes Ding. War tatsächlich ein guter Plan, nicht mit Meister Tytor zu reden. Und jetzt kommt ihr Vogel auch nicht. Das weil 50. Er noch zu erschöpft ist. Das wäre komisch. Von 50 Meter fliegen mit uns. Ja. Ja gut, ne? Da wurden wir also gerade Bardo vorgestellt, wenn ich mich recht an den Namen erinnere. Ja, das ist Bardo. So, jetzt können wir erstmal nach unserem Vogel suchen. Ist das der Turm des Lichts? Leitern hoch. Rennen. Springen vor allem. Dann springen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Was die ganze Sache auch sehr schnell macht. Das hier ist der Turm des Lichts. Spart das Ausdauer, das zu tun? Nein, es kostet ein bisschen Ausdauer, aber... Okay. Lesen. Mit Licht soll dem Helden, der im hellen Schein die Hymne der Göttin spielt, der Weg gewiesen werden. Alles klar. Gar nicht kryptisch für später oder so. Klingt nach einer Legende. Ja. Dann spring doch einfach mal runter. Wuhu! Ja. Ein Herz Fallschaden. Übrigens, für alle, die es noch nicht gemerkt haben, man hat in diesem Spiel von Anfang an 6 Herzen, im Gegensatz zum Zelda-üblichen 3 Herzen am Anfang. Das fand ich auch sehr verwirrend, als ich das Spiel das erste Mal gestartet habe. Was unter anderem daran liegt, dass so ziemlich alle Gegner in diesem Spiel grundsätzlich ein ganzes Herz Schaden machen. Was auch sehr ungewöhnlich ist in Zelda-Spielen, ja. Aber um es halt dann damit den Anfang dann ein bisschen auszubalancieren von der Schwierigkeit her, hat man sich dann wahrscheinlich entschieden, dann 6 Herzen zu machen stattdessen. Ein Schild. Zum Bazaar. Yay, Bazaar. Gibt's dann Terry? Nein, Terry ist nicht im Bazaar. Oh. Außerdem ist der Bazaar geschlossen. Langweiliger Bazaar. Mit Teppichen. Teppich. Es ist ein sehr stabiler Teppich, dass wir da nicht durchrennen können. Naja. Gut, wir müssen immer noch nach unserem Vogel suchen. Mein Gott, du wärst fast wieder über die Wurzel gerollt. Die sind aber nicht gerade sehr gut. Was? Hier stehen Frauen im Weg, damit wir nicht in das Wohnviertel können. Das ist mal eine sehr, sehr, sehr originelle Wand. Ja. Heute ist solch ein gutes Wetter und wir können es nicht genießen, weil wir so beschäftigt sind. Ja, so sieht doch aus. Ihr steht da rum und unterhaltet euch. Ihr seid so beschäftigt. Können wir denen nicht einfach ihre Körbe über die Köpfe kippen, dann bewegen sie sich bestimmt weg. Ich sag euch, mein Sohn kommt tagtäglich dreckig nach Hause. Dieser ungezogene Bengel. Mein Gott, der arbeitet. Wie sehr ich seine Sachen auch wasche. Es ist jeden Tag dasselbe Spiel.
Mauer waschen ist absolut nichts für mich. Ich wünsche, jemand würde das für mich übernehmen. Das ist doch... mein Gott. Ja. Oh, Kinder. Hey, ein Kind. Es gibt sicher noch kleinere Kinder als uns. Sogar zwei davon. Angelangt. Das ist mein Haus. Das gehört dir? Cool. Das ist eigentlich ein Er oder eine Sie? Das ist ein Sie. Okay. Heute gehe ich wieder spielen. Aber ich sag dir nicht mit wem. Das wird lustig. Was, uns nicht sagen, mit wem du spielen gehst, wird lustig? Okay. Ja, mit wem sie noch spielen geht, ist auch noch für später wichtig. Von daher erzählt sie uns erstens nicht. Psst. Okay. Das ist nämlich alle, da sind nur so wenig Charaktere in dem Spiel, sind eigentlich alle wichtig für Sidequests später. Interessant. Und was haben wir hier Schönes? Das ist ihre Mutter, scheinbar. Weil das ja ihr Haus ist. Ja, in der Tat. Ja, das ist sehr schön angeguckt. Schöne Sektfenster haben sie, ja. Hallo, Lank. Hast du denn zufällig meine kleine Cookie gesehen? Cookie! Sie läuft ständig wie wild herum. Da komme ich nicht hinterher. Ich hoffe jedes Mal, dass sie bloß wohlbehalten wieder zurückkommt. Übrigens, schöne Steiner-Zelda-Musik hier drin. Ja. Kann ich nur gutheißen. Ja, tu ihr eine Leine an. Ja, genau. Halt dein Kind an der Leine. Das kommt bestimmt gut. Ja, Vasen kaputt machen. Yay, und jetzt wieder raus. Kein Schadensersatz gefordert, weg hier. Ja. Es gibt nur ein Haus, wo sie Schadensersatz fordern. Und das ist in Wind Waker. Nee, das ist hier. Ich glaube, in Twilight Princess hatten sie auch eins, wenn ich mich recht entsinne. Ja, da war irgendwie was. Ja gut, das da draußen ist also Cookie. Ja, das ist Cookie. Und das sind... Kannst du Cookie, Pumpkins. Kannst du Cookie füttern gehen? Mit ja. Pumpkins. Oh, guck mal, da liegt Mia rum. Ne, das ist, glaube ich, eine andere Katze. Oder ein ähnliches... Das ist eine andere Katze? Oh gut, dann müssen wir da einen anderen Namen geben. Wie nennen wir denn die? Naja gut, das ist ja nicht wirklich eine Katze, also... Es ist ja immer noch ein... Und tschüss. Ding. Whee! Mokwai. Naja, tschüss. Nee, genau, Obo. Die fliegen mit ihren Ohren wieder hoch. Genau so war das. Ja, ne? Und flattern dabei mit diesem etwas überdimensionalen Schweif. Ja, es sind komisch, die Flieger. Das Vieh heißt ja jetzt Hobo. Hobo! Vielleicht wird er uns irgendwann mal irgendwelche Items von Bäumen runterholen. Wer weiß. Vielleicht aber auch nicht. Und so, da wollen wir für die Zukunft schon mal diese Kiste dahin schieben. Und dann sagen, da haben wir wieder so eine schöne Schiebekiste, die wir dann hochrennen könnten. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon wollen. Ich schätze, wir wollen erstmal noch woanders hin. Ja, wir wollen diese Gegend hier hinten erkunden. Genau. Weil, warum nicht? Da ist ein Wasserfall. Hinter Wasserfällen ist immer was Gutes, das wissen wir. Hey, hinter Wasserfällen sind immer Sachen versteckt, das stimmt wohl. Ja. Aber Wasser? Hier auf der Insel, auf der Karte war doch gar kein Wasser. Schon gut. Und da steht ein... Hier ist ein alter, verrückter Mann. Oh Gott, ein alter, verrückter Mann passt gut. Sieh dir mal diese Statue an, als ich so alt war wie du. Da war die noch gar nicht gebaut. Niemand weiß, wie lange sie schon hier steht. Schade, dass das eine Auge fehlt. Drücke C und sieh dir die Statue ruhig etwas näher an. Hat die eine Nuss? Nee, die Statue hat keine Nuss. Nee. Aber ich... Dass dieses Auge fehlt, ist auch überhaupt nicht wichtig für später. Ich glaube, dieses eine Auge, das da noch drin ist, ist recht wertvoll. Mindestens 20 Rubine. Mindestens. Das sieht aus wie ein roter Rubin. Oder vielleicht sogar wie ein orangener. Und das ist, oh mein Gott, das ein gesperrter Fälle. Pfad. Cutscene! Okay. Dann, dann, dann! Hallo, scheinbar haben wir auch telepathische Fähigkeiten. Ja, scheinbar haben wir gerade unseren kaminroten Vogel dadurch gespürt. Aber offenbar scheinbar müssen wir da rein, aber wir kommen da nicht rein. Langt da so nicht durch, ja. Dann lesen wir mal dieses Zollschild. Hier beginnt die Höhle hinter dem Wasserfall. Vorsicht vor blutsaugendem Getier. Zutritt für Kinder streng verboten. Schild, Höhle anfangen. Nein, wirklich. Ja. Wow, das habe ich auch gar nicht erkannt. Gut, dann müssen wir wohl irgendwie einen Weg finden, diese Dinger da niederzuschneiden. Aber wie können wir das nur tun? Wir wissen es nicht. Vermutlich brauchen wir ein Schwert. Sind wir nicht irgendwie Teilnehmer einer Ritterschule? Ja, ich bin auch dafür, dass wir in der Ritterschule nachgucken, ob die irgendwo ein Schwert für uns haben. Ja. Kann doch nicht sein, dass man in der Ritterschule nur lernt, einen Vogel zu fliegen. Hallo Kisten, ich will diese Kisten haben. Das sieht aus, als wäre da was Großes, Schönes drin. Leider dauert es so, so lange, bis wir diese Kisten bekommen. Ja, die stehen da und torten uns da jetzt die ganze Zeit. Na wunderbar, das ist ja schön zu wissen. Ja. Hüpf, 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 hüpf. Mein Gott.
Rank macht das aber auch sehr schön. Ja, der ist Parkour-Weltmeister. Immerhin muss man sich keine lange Animation angucken, wie er sich selbst da hochzieht. Ja. Und dann noch irgendeinen Partnercharakter mit hinterher oder sowas in der Richtung. Ja. Ja, gut, dann mal wieder zurück in die Schule und die Ritterschule. Also, das Ding ist doch das Gebäude da rechts, oder? Das ist die Übungshalle, aber ich will mal in die Ritterschule. Auch so. Weil wir haben das Obergeschoss ja noch nicht gesehen. Ne? Ja, stimmt ja, wir waren ja noch gar nicht oben. Wir durften ja nicht, weil die Tür hier oben war ja abgeschlossen. Ja, scheinbar hat die Küchenfreundin inzwischen aufgeschlossen. Okay, dann schauen wir mal. Erstes Geschoss. Erstmal haben wir hier das Badezimmer. Oh, das ist wichtig. Neben der Toilette der zweitwichtigste Raum. Also, unten haben wir nur die Toilette und hier haben wir das Badezimmer. Ist natürlich wichtig, diese Räume zu trennen. Na gut, in der Schule ist das tatsächlich nicht unbedingt ganz unsinnvoll. Ja, ja gut, auf jeden Fall. Wunderbar. Da unten ist noch irgendwas. Interessant. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich hier drin baden möchte, wenn da oben einfach irgendwer reingucken könnte. Ist schön angelegt, ja. Ich glaube, da hat sich jemand was bei gedacht. Ja. Ja, gut. Wie viele Räume haben wir denn hier oben noch? Mindestens drei. Wir haben hier Zeldas Zimmer. Das stöbern. Aber leider abgeschlossen ist. Lame. Lang kommen wir erst erheblich später rein. Dann haben wir hier Meister Tytors Zimmer. Lang verschafft ihr gefälligst Zutritt. Das ist übrigens auch abgeschlossen. Meister Tytor kommen wir auch nicht rein. Das wäre ja wunderbar geworden. Dann ist hier Girunas Zimmer. Hätten wir dem jetzt Bescheid gesagt. Girunas Zimmer ist auch abgeschlossen. Ja gut, das macht das Erkunden hier oben auf jeden Fall sehr einfach. Zimmer sind glaube ich alle abgeschlossen. Das ist Meister Otus' Zimmer. Das ist übrigens abgeschlossen. Wer hätte das gedacht? Und dann haben wir hier noch Direktor Geporas Zimmer, der natürlich Doppeltür hat. Ich denke mal, da kommen wir rein. Ja, ja, wunderbar. Hey, wir sehen ihn sogar hinter der Tür stehen. Und der Kerl ist auch da. Ja. Der Beginn der Vogelreiterzeremonie wurde verschoben, damit du deinen Wolkenvogel suchen kannst. Eine gute Nachricht, was? Das ist in der Tat sehr freundlich, dass sie das getan haben. Das heißt, wir haben jetzt mehr Zeit, beim nächsten Mal unseren Vogel aufzuspüren. Wir wissen jetzt auch ungefähr, wo er ist. Ja, jetzt müssen wir noch einen Weg finden, da reinzukommen. In der Tat. Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir hoffentlich einen Weg finden. See ya! Aloha!